Ich will mich total gerne selbstständig machen, aber vielleicht ist es doch besser, es zu lassen, weil alle meine Freunde sagen, ich bin nicht dafür gemacht. Soll ich mich jetzt für ein Bewerbungsgespräch negligé anziehen oder vielleicht doch lieber ein Business-Kostüm tragen? Ich möchte total gerne kündigen, aber das kann ich nicht machen, weil alle anderen Menschen dann denken würden, ich hätte voll versagt. Was andere Menschen denken und welche Meinungen sie haben, ist für einen Großteil derjenigen, mit denen ich zusammenarbeite, total wichtig. Und vielleicht ist das bei dir auch der Fall. Und damit du das tust, was du wirklich willst, ist es jedoch wichtig, dass du dich unabhängig machst von der positiven und negativen Meinung der anderen Menschen. Und wie du diese Unabhängigkeit hinsichtlich der Meinung der anderen Menschen erlangst, das erfährst du heute in diesem Video. Also lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich unterstütze dich dabei, deine erfüllende Berufsalternative zu finden und souverän zu kündigen. Damit du am Ende dieses Videos für dich Klarheit hast in einem Punkt, der dich jetzt gerade beschäftigt, weil du über die Meinung der anderen Menschen nachdenkst, schreib dir mal diesen Punkt auf. Und dabei kann es sein, dass du denkst, du möchtest gerne dir bestimmte Schuhe kaufen und das tust du nicht, weil du dann das Gefühl hast, wenn du das tust, dann denken ja alle anderen Menschen, boah, die Schuhe sind voll hässlich. Oder du möchtest gerne kündigen und das tust du nicht, weil die Meinung der anderen Menschen dahingehend ist, dass sie sagen, einen sicheren Job kündigt man nicht, das ist vollkommen unklug. Also, da kannst du dir aussuchen, was du gerne haben möchtest, in welchem Bereich das ist, was du dir aufschreibst. Schreib dir nur auf jeden Fall auf einen Punkt, den du gerne machen möchtest, aber eben nicht tust, weil du zu stark in der Meinung der anderen Menschen unterwegs bist. Okay, wenn du das hast, dann lass uns erstmal diese anderen Menschen mal genauer uns anschauen, genauer definieren, wer sind denn überhaupt diese anderen Menschen? Denn da können wir zwei große Gruppen machen. Denn eine Gruppe sind ja die Menschen, die du kennst. Also Familie, Freunde, Kollegen. Und da weißt du ja entweder aus Erfahrung, was sie denken zu dem, was du gerne machen möchtest, also welche Meinungen sie dazu haben. Oder du weißt es, weil sie dir das auch direkt gesagt haben, denn du hast schon gesagt, ja, ich möchte gerne kündigen. Und da haben sie schon direkt ihre Meinung dazu gesagt. Dann weißt du ja ganz klar, wie sie denken, welche Meinung sie dazu haben. Und dann gibt es ja die Menschen, die du überhaupt nicht kennst, beispielsweise zukünftige Arbeitgeber. Da hast du ja gar keine Ahnung, was sie denken könnten. Da hast du nur Vermutungen, aber du bist dir einfach gar nicht sicher. Und wenn wir das jetzt hier haben, dann weißt du ja auch jetzt schon, dass es total wichtig ist, dich unabhängig zu machen von der Meinung, sowohl positive als auch negative Meinung dieser Menschen, sowohl Menschen, die du kennst, als auch nicht kennst. Weil wenn du das nicht tust, dann bist du ja die ganze Zeit damit beschäftigt, zu überlegen, ja, was könnten sie denn alle denken? Und dann machst du ja nicht, was du gerne selber machen möchtest. Also, lass uns jetzt mal genauer anschauen, wie du dich denn unabhängig jetzt machst von dieser Meinung der anderen Menschen, egal ob du diese kennst oder eben nicht kennst. Nimm jetzt erstmal dafür diesen ersten Punkt, den du dir aufgeschrieben hast am Anfang des Videos, wo du selber jetzt gerade drüber nachdenkst, was du tun sollst. Dann beantworte mal diese Frage. Während du darüber nachdenkst, was die anderen Menschen denken und welche Meinung sie haben zu dem, was du tun möchtest, bei wem bist du denn? Bist du da bei den anderen Menschen oder bei dir selbst? Ja, genau. Du bist dann natürlich bei diesen anderen Menschen, weil du ja darüber nachdenkst, was sie denken, welche Meinung sie haben und gar vielleicht sogar, wie sie sich verhalten würden, wenn du das tust. Und wir haben vorhin gesagt, dass wir diese anderen Menschen in zwei Gruppen aufteilen können. Es ist ja so, dass dann innerhalb dieser Gruppen diejenigen ja wiederum unterschiedliche Meinungen haben. Es ist ja nicht so, dass die Gruppe selbst jetzt hinsichtlich ihrer Meinung vollkommen homogen ist, denn wenn wir jetzt die Gruppe nehmen, die du kennst, also Freunde, Familie und Kollegen, dann kann es ja sein, dass deine Eltern sagen, das ist vollkommen unverantwortlich, einen sicheren Job zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu wechseln. Können aber wiederum Freunde kommen und sagen, boah, ich finde das total toll, dass du dich selbstständig machen willst, das ist genau die richtige Entscheidung. Und dann könnten ja Kollegen kommen oder Geschwister kommen und sagen, boah, das ist aber wirklich sehr unklug, wenn du jetzt einen sicheren Job kündigst. Du siehst also, innerhalb dieser Gruppe, die du kennst, haben alle eine andere Meinung. Und wenn du dann auch noch hingehst und darüber nachdenkst, was potenzielle Arbeitgeber, die du ja noch gar nicht kennst, denken, wenn sie dann deine Bewerbung sehen und denken, oh, der hat aber jetzt einen sicheren Job gekündigt, ist auch noch ein Seiteneinsteiger, aber das geht ja gar nicht, das ist ja, nee, den wollen wir nicht haben. Wenn du dann auch noch über solche Sachen nachdenkst, also Vermutungen anstellst, dann stellt sich ja schon die Frage, an welche dieser ganz vielen Meinungen möchtest du dich orientieren? Und allein diese Tatsache macht dir klar, dass du überhaupt gar keine Gewissheit hast, was du machen sollst, was du machen willst, wenn du dich an die Meinung der anderen hältst.
und dass das doch irgendwie eine reine Zeitverschwendung ist, wenn du beginnst, dich an all diese Meinungen zu orientieren oder sie gar erstmal anzuhören und zu sortieren, weil es gibt immer positive Meinungen zu dem, was du tun willst, was du gerne machen möchtest und auch negative. Und vollkommen egal, was du tust, die Menschen haben immer eine Meinung dazu und somit ist es doch viel klüger hinzugehen und zu sagen, okay, du hältst dich an dem Menschen, bei dem du mit Gewissheit sagen kannst, was er denkt, was er will, was diesen Menschen glücklich macht. Und was meinst du, welcher Mensch das wohl ist? Ja, genau, das bist du natürlich selber. Bei dir selber weißt du ja ganz genau, was du willst, was dich glücklich macht und was du gerne machen möchtest. Das ist ganz klar. Und an dich selbst solltest du halten. Denn es ist ja nun mal so, dass du nicht allen Menschen gerecht werden kannst. Und du kannst auch nicht die Erwartungen aller Menschen erfüllen. Aber das, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, deine eigenen Erwartungen zu erfüllen, weil du bei deinen eigenen Erwartungen einfach Gewissheit hast und auch weißt, was dich persönlich glücklich und zufrieden macht. Und das Gute daran ist, wenn du machst, was du gerne machen möchtest, dann ist es auch so, dass du dich dann gleichzeitig mit den Menschen verbindest, die das auch super toll finden. Was heißt das jetzt nun konkret für dich? Das bedeutet, dass egal, was du tust, es immer Menschen gibt, die das, was du tust, was du sagst und wie du dich auch anziehst, gut finden. Und somit geht's nochmal hin und schau dir mal an, was du am Anfang des Videos aufgeschrieben hast und schreib zu diesem Punkt die Meinung der Menschen auf, die das gut finden, wenn du es tust. Also wenn ich jetzt bei meinem Beispiel am Anfang des Videos bleibe, schreib die Meinung auf von den Menschen, die das toll finden, wenn du dir jetzt diese Schuhe kaufen würdest oder die das toll finden, wenn du kündigen würdest. Und daran erkennst du schon, dass du auch Menschen hast in deinem Umfeld, die voll für dich sind und sagen, ja, das finde ich total gut, wenn du das jetzt machst, weil es Respekt, mutig, dass du gekündigt hast und war schon Zeit, dass du deinen Beruf wechselst. Also schreib das mal auf und daran erkennst du, hey, es gibt immer Menschen, die das eben gut finden. Und bei den Menschen, die du nicht kennst, also jetzt potenzielle Arbeitgeber, da hast du ja nur Vermutungen. Da weißt du ja nicht zu 100%, wie sie denken werden und sie werden ja auch nicht alle homogen denken. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, die sie haben werden. Das ist ja so ungefähr wie bei mir jetzt. Ich meine, ich kenne dich ja persönlich nicht. Und wenn ich jetzt denke, du findest mein Oberteil total toll, dann sagt das ja mehr über mich aus als über dich, weil ich weiß ja gar nicht, was du denkst und welche Meinung du jetzt zu der Farbe Blau hast beispielsweise. Aber ich mag die Farbe Blau. Und so ist es ja so, dass es mehr über mich aussagt als über dich. Und da würde ich dann schon dir empfehlen, wenn du anfängst, Vermutungen anzustellen und diese Vermutungen sind negativ, dass du denkst, ja, die Arbeitgeber, die dann deine Bewerbung lesen, die denken, oh nee, das geht ja gar nicht, der hat jetzt einen sicheren Job gekündigt, dann, dass du dir selber mehr die Frage stellst, ja, warum denkst du selber so, weil das sagt einfach viel mehr über dich aus als über die anderen, weil bei den anderen hast du ja einfach nicht die Gewissheit, was sie denken. Außerdem führt das auch zu schnell dann in der selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn du dann in diese Haltung gehst, ja, alle anderen denken das jetzt, das ist total doof, dass ich mich da jetzt bewerbe und ich werde den Job gar nicht bekommen. Schau dir mal zu der selbsterfüllenden Prophezeiung dieses Video hier an, da habe ich dir auch eine Studie zu vorgestellt. Okay, also wenn du das jetzt für dich hast, weißt du ja auf jeden Fall, wie du vorzugehen hast und weißt ja jetzt auch ganz genau, okay, wann, dass es vollkommen klug ist, dass du genau das machst, was du gerne möchtest, weil du dich ja eh dann mit den Menschen verbindest, die das gut finden. So, jetzt gibt es noch eine Frage, die ich wichtig finde, weil sie mir auch total oft gestellt wird, nämlich die Frage, ist es denn überhaupt möglich, sich komplett unabhängig machen von der Meinung der anderen, sodass es dir absolut egal ist, was sie denken? Was meinst du, nachdem du jetzt dir alles so durchgegangen bist, was meinst du denn selbst? Bist du der Meinung, dass es vollkommen egal ist, also dass es möglich ist, diese vollkommene Gleichgültigkeit zu haben gegenüber der Meinung der anderen oder nicht? Schreib mir das auch gerne in den Kommentaren. Meine Meinung dazu ist ja und nein. Also es ist schon möglich in der Entscheidungsphase, so wie wir das besprochen haben, dass du da vollkommen befreit bist oder dich selber frei machst und loslöst von der Meinung der anderen. Wenn du dann das, was du gerne machen möchtest, gemacht hast, finden wir das alle ganz toll, wenn wir Anerkennung bekommen, wenn wir gesagt bekommen, ja, ist super, ich finde das toll, Respekt, mutig. Also das finden wir alle super. Es ist wichtig, dass du das nicht deswegen machst,
Aber dass wir das als Menschen generell toll finden, das ist schon etwas, was dazugehört und das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist auch vollkommen natürlich. Das ist das, was ich denke, aber schreib mir gerne in den Kommentaren, was du denkst. Ich möchte dir jetzt hier nochmal zwei Fehler mitgeben, damit du sie natürlich nicht machst. Also Fehler Nummer eins ist, es geht nicht darum, dass du dich jetzt voll verschließt gegenüber der Meinung der Menschen, die dir nahestehen und die dich lieben und die du selbst liebst, sondern es geht darum, dass du dir natürlich die Meinung der anderen anhörst oder ihre Meinung anhörst, aber trotzdem das machst, was du gerne machen möchtest und nicht in so eine Unentschiedenheit kommst, weil die einen das sagen, die anderen das sagen, wie wir das vorhin hatten. Der zweite Fehler, der oft gemacht wird, ist zu stark in die Interpretation reinzugehen. Also nur weil ein Freund von dir sagt, boah, ich finde es jetzt unklug, einen sicheren Job zu kündigen, heißt es ja nicht, dass er dann seine Freundschaft kündigt, wenn du dann tatsächlich kündigst. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du da nicht zu viel hineindenkst in das, was die Leute denken und so, also genug Vertrauen hast in deine Freunde und deine Geschwister und die Menschen, die dir nahestehen, dass sie bei dir bleiben, wenn du dir dann trotzdem etwas tust, was du gerne möchtest und wo das eben nicht ganz einheitlich ist mit deren Meinung. Und da gibt es auch nochmal Bedenken, die einige haben und ein Bedenken, es kommt sehr oft vor, dass sie sagen, ja, das ist ja voll egoistisch, wenn man das tut, was man selber will und sich dann von der Meinung der anderen, die gerade einem nahestehen, komplett loslöst. Und das ist nicht der Fall, weil du musst ja das, was du entscheidest, leben. Also wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dass du weiterhin deinen Job machst, musst du ja dahin gehen und nicht deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde oder dein Partner. Du musst ja dahin gehen. Deswegen ist es ja ganz klar, dass du die Entscheidung zu treffen hast, die du gerne leben möchtest, die du gerne umsetzen möchtest. Und das ist nicht egoistisch, sondern das ist einfach natürlich, weil es ist ja dein Leben und du musst das machen. Und wenn du für dich selber entscheidest, nee, du möchtest jetzt da nicht mehr hingehen, du möchtest einfach deinen Job wechseln, aber jetzt nicht genau weißt, was du gerne machen möchtest stattdessen, dann schau dir auf jeden Fall diese Videos hier unten an, denn da findest du für dich deine erfüllende Berufsalternative. Ich wünsche dir jetzt bei all dem, was du machst, viel Freude und Erfolg und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns wieder in den nächsten Videos sehen. Bis dahin, ciao!